Vielen Dank für den Applaus und ich nutze ihn gleich, um meine beiden Gäste auf die Bühne zu bitten. Ralf Marschallack, der Regisseur des Films, und Stefan Wolle. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass Sie beide da sind. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Schön, dass wir über den Film sprechen können. Ich glaube, es gibt wirklich eine ganze Menge, worüber man reden kann. Meine erste Frage an Sie, bevor wir vielleicht stärker dann auf den Inhalt und die Form des Films zu sprechen kommen und auch über die politischen Umstände des Ganzen reden können. Vielleicht erst einmal, wie überhaupt die Idee zu diesem Film zustande gekommen ist. Das war ja eine sehr wilde, eine sehr bewegte Zeit. Viele Filmprojekte, die damals angefangen worden sind, manche erfolgreich zu Ende, andere nicht. Vielleicht können Sie erst mal ein bisschen was darüber erzählen, wie bei Ihnen die Idee kam zu diesem Filmprojekt. Ja, also ohne allzu weit auszuholen, Stichwort viel schon bewegte Zeiten, das kann man wirklich sagen. Eigentlich müsste man sogar sagen turbulente Zeiten. Wir haben das für uns dann auch später genannt, die Zeit der Gesetzlosigkeit oder der Regel- oder Zügellosigkeit, weil ja nichts mehr wirklich galt. Also die Entmachtung war ja, ging ja durch den ganzen Staatsapparat. Ne? Das war sozusagen die Krönung dann mit dem MFS-Hauptquartier. Vorher hatte ja schon die Entmachtung der SED und anderer, auch Polizei war ja sowas von zurückhaltend geworden und man konnte im Grunde alles tun. Also man konnte natürlich nicht anfangen rumzuschießen oder so. Aber es war plötzlich so vieles möglich, weil man mitkriegte, dass die Unzufriedenheit war ja, das darf man nie vergessen, ne? die war ja allgegenwärtig. Also auch in den Leuten, von denen man dachte, die wären vielleicht die Gegner, aber auch die waren ja unzufrieden. Wir haben das ja hier im Film auch gesehen. Und so war ein merkwürdiger Konsens über dieser Zeit, ja, der Türen öffnete und Zugänge öffnete, die vorher unmöglich waren. So, und als Filmemacher will man natürlich sein Metier da auch mit einbringen und ich wollte unbedingt natürlich einen Film machen. Ich war vorher in Leipzig, hatte die ganzen Leipziger Montagsdemos miterlebt und wollte eigentlich ursprünglich über das Phänomen einen Film machen, warum letztlich doch nicht Gewalt entstand und kein Schuss fiel. Wie ist das möglich? Ja, das gibt es eigentlich gar nicht bei so tiefgreifenden Umwälzungen. Also Revolution ist schon das richtige Wort. So, wie ist das möglich? Das kann ja nicht möglich sein, weil so viele Leute da waren, sondern muss es ja auf der anderen Seite Leute gegeben haben. Und ich kannte das mich da ein bisschen aus und dachte, ich könnte mal zu den Armeeleuten gehen, die da nicht mitgemacht hätten und auch nicht mitgemacht haben. So, das war das eigentliche Idee und da liefen auch schon Vorbereitungen für dieses Filmprojekt. Das nannte sich Die Macht, sollte aus drei Teilen bestehen mit noch zwei anderen Regisseuren. Und dann passiert plötzlich dieser 17. Januar. Und ein Freund ruft mich an, der eine Videokamera hatte und sagt, ich gehe da heute hin und ich drehe das. Ich drehe diese ganze Geschichte, komm doch auch hin. Und irgendwie passte natürlich das auch, Thema Macht und Entmachtung passte da mit rein. Und da bin ich auch hin, habe das also mitgemacht, diese sogenannte Erstürmung, die ja eigentlich mehr so ein, ach, wir würden heute sagen, ein Event war. Da haben viele Leute also auch Wut abgelassen und wurden Dinge zerschlagen und im Versorgungsgebäude, darum ging es eigentlich. Die wurden hier auch dann ein bisschen gezielt dahin geleitet, wo eigentlich nichts wirklich Geheimes und zu holen war. Es wurde ein Lebensmittellager ausgeräumt und geplündert und das habe ich da alles miterlebt, wollte das so ein bisschen mit verhindern, mit einigen anderen Unentwegten, aber das war gar nicht möglich. Da war also auch viel Tohuwabohu im Spiel. Und dann hat mich aber habe ich aber da in dieser Nacht Leute vom Bürgerkomitee schon kennengelernt oder von, die dann zum Bürgerkomitee wurden. Das existierte ja noch gar nicht, aber es waren halt engagierte Leute. Und ja, so ist die Beziehung entstanden und dann dachte ich, da muss man dranbleiben. Das ist einmal, also das war ja klar, das ist einmalig.
dass ein Geheimdienst so von der Straße her aufgerollt wird sozusagen. Und das ist das größere Thema und das stärkere Thema. Und das, da bin ich jetzt nur schon eh schon dran und drin und stecke da schon mit einem Bein drin, dann bleibe ich auch, dann begebe ich mich auch ganz da rein. Und die DEFA, die das technisch unterstützt hat und finanziell, die hat das mitgemacht. Das war ja auch damals so in der DEFA, dass dort plötzlich alles ermöglicht wurde, was sich nur ansatzweise mit diesen Veränderungen beschäftigte und man nicht mehr große Genehmigungsverfahren hatte für Filmfreigaben und dergleichen, Produktionsfreigaben. Und ja, und dann haben wir da angefangen, eigentlich wie die Friseure so zu drehen, wenn wir gerade mal die Technik hatten. Man muss ja wissen, Film ist auf 35 mm gedreht, ne? Das ist also schwere Technik. Und die hat man auch nicht immer zur Verfügung und nicht mit wie heute mit Handy und Videokameras, das war noch richtig Film. Und da, ja, da haben wir, sobald wir die Technik zur Verfügung hatten, immer sofort gedreht und so ging das Schritt für Schritt weiter. Ich frage mal bei Ihnen nach, Herr Wolle, weil für Sie wird das sicherlich auch irgendwie ein spannendes Phänomen sein, den Film jetzt im Abstand von 30 Jahren zu sehen. Sie sagten mir vorher kurz, Sie kannten ihn bislang noch gar nicht. Genau, und meine Frage an Sie als jemand, der damals auch sehr nah an den Ereignissen dran war, dieses Gefühl, was dieser Film versucht zu vermitteln auf ganz vielen Ebenen, was diese Auflösung des Ministeriums damals bedeutet hat. Was nehmen Sie persönlich mit als jemand, der damals sehr eng an dem ganzen Prozess beteiligt gewesen ist? Also zunächst mal zu meiner persönlichen Rolle bei diesen Dingen. Es gab ja eine Doppelstruktur, auch dann auf dem Gelände in der Normannenstraße. Das eine war das Bürgerkomitee, was hier porträtiert wurde durch diese vier Personen, die mir alle vier noch in guter Erinnerung sind. Und das andere war der zentrale runde Tisch, der hatte eine Arbeitsgruppe gebildet unter der Leitung von Dankwart Bringsmeier, die die Aufgabe hatte, die Auflösung dieser Behörde in Gang zu setzen. Und diese Arbeitsgruppe des totalen runden Tisches hatte schon einige Tage zuvor meinen Freund Armin Mitter und mich kooptiert als Sachverständige des zentralen runden Tisches. Und zufälligerweise war der Morgen des 16. Januar festgelegt für das erste Treffen auf dem Gelände in der Rutschestraße oder Normannenstraße, wenn man so will, dass sich das so sehr stark überschnitt. Also in der Nacht oder da ab 17 Uhr fand das statt, was eigentlich in diesen Videos sehr schön porträtiert ist. Dass es eigentlich, die Leute gingen da rein, wie in einer Prozession mehr. Ja, es war auf einmal Stille, nachdem das Tor aufgegangen war, legte sich so Stille über die Menge. Die Leute waren mehr erschrocken als alles andere und marschierten dann so ziemlich friedlich und ruhig hinein. War keine Stasi mehr vor Ort, sondern Angehörige der Bereitschaftspolizei, die das so einfach akzeptierten, was sich da abspielte. Das waren zum Teil einfach Wehrflüsse aus Basdorf, die sich das einfach anguckten, die auch nicht wussten, was sie machen sollten, gegen die es auch seitens der Demonstranten keine Gewalt gab. Und so kam dann diese ganze Sache, dieser komplizierte Auflösungsprozess und der Prozess des Nachdenkens in Kraft, immer in einem Wirrwarr von verschiedenen, einander zum Teil nicht ganz grünen Organisationsstrukturen mit einer unglaublich großer Fluktuation an immer neuen Leuten. Manche kamen da einfach an, machten da ein paar Tage mit, dann verschwanden sie wieder. Es war, und das ist richtig dargestellt worden im Film, und das hat der David Gill so hübsch gesagt, wirklich aus allen Kreisen der Bevölkerung. Das stimmt. Es waren nicht diese typischen, wie sagt man immer so schön, die ewigen Verdächtigen, ja, die üblichen Verdächtigen. Es war ein breites Spektrum der unterschiedlichsten Leute. Insofern war es auch wirklich sehr, sehr interessant und sehr aufregend. Und das Bürgerkomitee selbst ist eigentlich auch in seiner, wie soll ich sagen, in seiner Nachdenklichkeit, um es mal ganz vornehm auszudrücken, sehr schön dargestellt. Eigentlich sehr, ja, eine so sanfte Revolutionäre hatte die Welt noch nie gesehen, so will ich es mal ausdrücken. Weil diese, ich bin gleich fertig, einen Satz noch, weil tatsächlich die Friedlichkeit war letztlich bloß Taktik oder
ein taktisches Kalkül oder so. Diese Friedlichkeit war sozusagen das innerste Wesen dieser Revolution. Jeder wusste, dass wenn es zur Gewalt kommt, dann hätten sie die paar Typen hier, aber sowas von 1, 2, 3 wäre nicht an die Wand gestellt, sondern auch rausgeschmissen. Ja? Es hätte dem nichts entgegengestanden. Also alles war zu vermeiden, was irgendwie auf Gewalt hindeutet, auf Konfrontation. Das Wort der Stunde war Dialog und Konsens, immer in dieser schönen falschen Aussprache. Konsens und Dialog waren die Stichworte der Stunde. Und das sollte alles so friedlich und ruhig wie möglich ablaufen. Das war wirklich das A und O. Keine Provokation, keine Konfrontation, sondern auch mit den ehemaligen Mitarbeitern der Behörde eine gute Zusammenarbeit. Ist uns dann manchmal vorgeworfen worden im Nachhinein, will ich nicht verschweigen. Aber es war genau der richtige Weg. Nicht ungesagt bleibt und manchem aufstößt, der darüber Bescheid weiß. Es gab schon noch eine Konfrontation, und zwar als es um die Akten ging. Die sollten ja ursprünglich gar nicht offengelegt werden. Und da wurden die Räume, ich weiß nicht wie lange, einige Wochen. Ja. Das ist aber im selben Jahr gewesen. Und da wurden die Räume besetzt von Bürgerrechtlern, die dann am Hungerstreik auch waren. Sie können das gerne noch präzisieren. Auf jeden Fall war es im Gegensatz zu diesem Dialog, dieser Dialogatmosphäre, war doch eine konfrontative Situation entstanden. Aber wie schon richtig gesagt von Dr. Wolle, später, also nicht in dieser Zeit, in der der Film spielt. Ich würde gerne auch ein bisschen nah an dem bleiben, wie der Film künstlerisch gemacht ist. Weil ich finde ihn außergewöhnlich für die Filme, die in der damaligen Zeit entstanden sind. Die sind nämlich zum Teil alle mit einer sehr heißen Nadel gestrickt und wirken auch heute noch so, wenn man sie sieht. Bei Ihrem Film, finde ich, ist es anders. Der hat ein sehr, sehr stimmig ausgearbeitetes Konzept, ein künstlerisches Konzept. Hier werden nicht nur Interviews aneinandergereiht oder Szenen miteinander kombiniert, sondern man merkt, dass sie mehr wollten, dass sie auch die Räumlichkeiten ausgelotet haben, dass sie viel Material, was sie dort vor Ort gefunden haben, mit in den Film eingewebt haben. Es gibt sehr viele symbolische Szenen mit dem Paternoster oder auch mit den Gegenständen, die sie vor Ort vorgefunden haben. Wann hat sich denn für Sie diese künstlerische Gestaltung des Films ergeben? Denn viele Filmemacher, mit denen wir hier im Gespräch sind, die sagen immer, es musste wahnsinnig schnell gehen. Die Filme sollten ganz schnell fertig sein, um öffentlich gezeigt zu werden. Auch Ihr Film ist schon im Oktober 1990 dann aufgeführt worden. Aber wann hat sich denn für Sie die Frage gestellt oder beantwortet, wie gestalte ich dieses Material jetzt künstlerisch? Kann ich so im Einzelnen gar nicht mehr genau sagen. Ich will mal einen anderen Ansatz wählen. Mir ging es um die Atmosphäre. Das war eine ganz besondere, ich komme nochmal auf die Zeit, ja, diese Zeit läuft, wenn man so will. Es war eine ganz besondere Atmosphäre. Und die spitzte sich nochmal zu, also des Grenzenlosen, das Unmögliche wurde möglich, ne? So für einen Moment im Zeitkontinuum, ne? So ein utopischer fast Moment. Und das potenzierte sich nochmal in diesem Gebäudekomplex, ja? wo aus jeder Ecke die Gefahr auflauerte, ja? Oder noch Reste davon noch anstarrten. Es war zwar friedlich und dialogisch, aber es war trotzdem ungeheuerlich. Ja? Das war ungeheuerlich, da drinnen rumzustiefeln, und wir waren in dem Büro von Mielke, so wie, ne, da lag noch seine Mütze und seine Hose auf dem Sofa, wo er da immer das war alles plötzlich möglich, und dann bist du da drin und drehst das und holst da die Fotos raus und greifst dich an den Kopf, wenn da die 20 Hirsche liegen und die stehen davor und feixen und alle möglichen anderen Devotionalien liegen da rum. Und du vergegenwärtigst dir plötzlich, was ist hier eigentlich, wo bin ich? Ja, wieso ich? Was ist hier los? Und dieses Erkunden und dieses Annähern an einen ungeheuerlichen Raum, ja, an einen ungeheuerlichen,
Tarkowskis Zone fällt mir gerade so ein dazu, ja, die Zone. Also das ist ja auch viel mehr als ein Raum, es ist ja eine Zone. Das ist ja ein ganzes Stadtviertel, diese Normannenstraße mit Ruschestraße noch oben dran und dem Stadion, was es jetzt nicht mehr gibt. Das war ja ein ganzer Stadtviertelkomplex. Und da, so ist das entstanden. Das wollte ich erzählen auch, diese widerstreitenden und aufwühlenden und prägenden und noch nie dagewesenen Empfindungen, die man dabei hatte. Ja, und so ist das wahrscheinlich dann, hat sich das ins Material auch übersetzt und so haben wir dann auch gedreht. Ne? Das war also nicht so konzeptionell vorgedacht, sondern wir haben uns von unseren Empfindungen auch, wir haben auf unsere Bäuche gehört und auf unsere Herzen gehört und dann haben wir das so gedreht. Man musste Gott sei Dank nicht mehr Konzepte schreiben, um, wie ich schon sagte, um die filmtechnische Unterstützung und das Geld zu bekommen. Das konnte man sozusagen alles erzählen und immer stückweise auch vorführen, je nachdem, was man gerade gedreht hatte. Und das wurde akzeptiert. Heute sind die Literatur und das, was man über die Stadtsicherheit nachlesen kann, sind Regalböden ohne Ende. Es gibt kilometerweise wissenschaftliche Literatur, viele Detailstudien zu einzelnen Abteilungen. Aber damals, als diese Auflösung stattfand, war ja auch noch ein sehr, sehr großes Unwissen darüber da, über die innere Struktur des Ministeriums und über die Art und Weise, wie gearbeitet worden ist. Und die Gespräche mit den Mitarbeitern des Ministeriums waren ja, so wie man es auch aus dem Film entnehmen kann, auch sehr wichtig, um überhaupt erstmal die Struktur verstehen zu können. Ich finde die Gespräche mit den ehemaligen Mitarbeitern des Ministeriums für Stadtsicherheit sehr, sehr spannend, weil ich die Art, wie sie über ihre Arbeit erzählen, auf eine mehrdeutigen Ebene sehr interessant finde. Einerseits das Herausstellen dieser Befehlsstruktur, weil man ja immer wieder sagt, das waren die Vorgesetzten. Wir haben doch eigentlich auf die ganzen Fehler hingewiesen, auf uns hat nur niemand gehört. Und auf der anderen Seite auch eine ziemliche Offenheit und eine ziemliche Ehrlichkeit, mit der Sie Ihnen damals bei dem Drehen umgegangen sind. Wie empfinden Sie das? Ist das eine Taktik von den Mitarbeitern gewesen oder waren die tatsächlich, ist das repräsentativ für das, was Sie damals auch an Gesprächen mit Mitarbeitern des MFS geführt haben? Also zunächst mal nochmal die angekündigte Präzisierung. Ich habe jetzt das genaue Tagesdatum nicht mehr im Kopf, aber es war schon kurz vor dem 3. Oktober, es mag so September oder sowas gewesen sein, es war auch sommerlich, als dann diese sogenannte Besetzung stattgefunden hat und die Konfrontation, die es gegeben hat, vollzog sich sozusagen zwischen den Auflösern und eigentlich schon dem BMI mit Schäuble an der Spitze. Das war schon die Konfrontation. Und die Reaktion war auch zurückhaltend. Natürlich hätte man durch Polizeieinsatz die paar Leute da aus dem Archiv rausholen können. Aber man wollte diese ostentative Konfrontation vermeiden. Das sozusagen noch zu dieser Besetzung der Stasi, die dazu führte, dass die Akten in Berlin blieben, da an dem Ort, wo sie bis heute sind und wo sie auch nach der Übernahme durch das Bundesarchiv bleiben werden. So viel dazu. Ja, das ist das Interessante. Wir haben vom ersten Tag an mit den Stasi-Leuten natürlich verhandelt. Das waren ja sozusagen ganz offizielle Verhandlungen. Wir haben die vorgeladen als runder Tisch und die kamen auch zum Teil und waren bereit, ihren Anteil der neuen Regierung und dem neuen Regime, wenn man so nennen will, zu liefern. Nicht alle. Einige haben sich dem sofort entzogen und haben gesagt, wir sind zu überhaupt nichts mehr bereit und die verschwanden von der Bildfläche. Andere, wie zum Beispiel auch zwei Mitarbeiter der vielfach erwähnten ZAIG, waren durchaus bereit dazu, mit Bürgerkomitee und rundem Tisch zusammenzuarbeiten. Abgesehen mal von der menschlichen Seite, von den vielen Gesprächen, wo sie erzählt haben, war es einfach auch eine Notwendigkeit, gerade unter dem Aspekt, dass es schnell gehen musste. Die Öffentlichkeit verlangte von den Leuten, die da nun in der Behörde saßen, sehr schnell konkrete Ergebnisse. Das heißt, wir mussten ins Archiv ran und ich will es mal auf eine Anekdote zuspitzen. Einer von den untergeordneten Mitarbeitern sagte uns denn mal, wir hätten sämtliche Schlüssel vom Archiv einfach auf einen Haufen schmeißen können,
Die waren so schön sortiert in so einem Schlüsselschrank, hunderte solche kleinen silbernen Schlüssel. Das wäre auch eine schöne Aufnahme gewesen, nochmal ein Fotomotiv. Wenn wir die alle auf den Haufen geschmissen hätten, dann hättet ihr ein Jahr lang gebraucht, die überhaupt erstmal zu sortieren. Abgesehen davon, dass da auch Codes waren und so weiter. Übrigens am Rande, man merkt, da ist auch in dieser Nacht des Sturmes niemand eingedrungen, auch kein ausländischer Geheimdienst. Das hatten die gar nicht nötig. Die hatten längst ihre Leute hoch im Apparat, die das alles verkauft haben, die Helden der Stasi. Wir haben von Anfang an also sozusagen regelrecht mit den Leuten verhandelt. Die waren zum Teil wirklich bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Warum? Das ist natürlich im Nachhinein immer schwer zu unterscheiden. In dem Interview wirken ja die Leute alle sehr vernünftig und nachdenklich und so weiter. Ich frage mich natürlich immer, wie haben die ein paar Monate davor geredet? Das sind dann nicht alles späte Einsichten und natürlich, ich glaube ihnen schon eine gewisse Ehrlichkeit. Es war nach meiner Vermutung immer so eine Mischung aus Überlebensstrategie, also sagen wir mal beruflicher Überlebensstrategie und einer gewissen eigenen Aufarbeitung auch dessen, was die da gemacht haben. Meine Erfahrung war folgende, um es mal zu konkretisieren. Gerade in der allerersten Zeit, und der Film ist, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, so etwa im März gedreht worden, also im März 90. Jedenfalls dieses Gespräch da mit David Gill und der hübschen Almut, das muss so im März gewesen sein. Die sagten 2 Monate nach dem Sturm, 2,5 Monate sagten die da wohl. So, mit den Leuten haben wir dann also eine Menge Gespräche geführt, ging auch ins Persönliche und die haben auch über ihre Motive erzählt, auch interessante Geschichten erzählt. Und sie hatten später nie mehr diese Offenheit, auch späteren Filmprojekten gegenüber. Da gab es mal noch Jahre später einen anderen reinen Interviewfilm, Die Behörde hieß der auch. Wo lauter hohe Mitarbeiter des MFS da zu Worte kamen, waren nur Interviews mit diesen Leuten. Gab auch eine Menge Theater um den Film, dass man die so zu Worte kommen lässt. Und nach diesem Film, ich will jetzt lügen, wann das war, vielleicht so im Jahr 2000, schätze ich mal, also Jahre später schon, ging da irgendwo die Klappe runter. Sie fühlten sich dann vorgeführt und schlecht geschnitten und ihre Interviews verfälscht und so weiter. Also der Dialog ist in den kommenden Jahren, komischerweise, ist der Dialog, den wir ja damals wollten und geführt haben, immer schwieriger geworden. Das ist meine Erfahrung. Ja, das hängt natürlich auch sehr, sehr stark mit dem Wandel dann der Öffentlichkeit zusammen, wie dann über die Staatssicherheit berichtet worden ist und welcher öffentliche Diskurs eingesetzt hat. Ich schaue mal in die Runde. Sie dürfen natürlich gerne selber Fragen stellen. Nutzen Sie die Gelegenheit, geben Sie einfach ein Handzeichen, wenn Sie eine Frage haben. Wir sind zwar schon 16.30 Uhr, soll hier die nächste Filmvorführung beginnen, aber ich gönne uns auf jeden Fall noch ein paar Minuten. Bitte. Yeah, I'm going to ask the question in English, because if I try in German, I'm going to trip up. So if it needs to be translated. No problem at all, I can translate. Perfect. First of all, thanks for a very interesting film. And I'm wondering about Mielke himself. There are two scenes in the film, or two clips, audio clips, where he says they're prepared to die for the cause or die for the socialism. And then what does he do in October, November? He just folds, more or less. Yeah. Was that because he thought the enemy would come from without, and then it turned out that it was the people itself that turned on them? There are two aspects we need to talk about. First of all, where comes the material from? Diese Szenen von mir. Can we answer in German? Do you understand German? Yeah, or shall we answer in English? Ja, ja. Okay. Also das Material von Mielke, diese... Ja, natürlich. Okay. Also das Material von es sind ja sehr viele Videoaufnahmen mit dabei. Einmal ist es eingeblendet, dieses Gratulationsvideo. Aber generell ist vielleicht ganz interessant, wenn Sie noch ein bisschen was zu diesen Filmmaterialien sagen, wie Sie die damals dort vorgefunden und integriert haben. Das sind alles Videos, die wir dort gefunden haben, bei der Erkundung dieser Zone, dieses Gebietes. Und wo wir auch die Geräte, das waren ungewöhnliche Videoformate, noch Zollformate, und auch die Geräte waren damit
zum Abspielen. Wir konnten die ja gar nicht mehr abspielen. Wir hätten das irgendwo in einem Museum oder beim Fernsehen machen müssen. Und die Geräte waren auch intakt. Und so konnten wir die Geräte und die Bänder sichten. Und haben die dann rausgefunden, auch das Überwachungsvideo haben wir dort gefunden. Das ist meines Wissens das einzige Überwachungsvideo, es gibt ja etliche, die mittlerweile später dann gefunden wurden, aber das ist das einzige, wo die Überwacher, also die Headhunter, selber zu hören sind, bei ihrer Arbeit, wo sie sich sozusagen selber kommentieren, ohne es zu wissen. Und das war natürlich verrückt, das zu finden. Und die Mielke, ja, das waren diese Prozeduren, ne, die immer alle fünf Jahre da stattfinden und wo man sich immer selbst in den Himmel hebt. Und ich habe die Frage jetzt, warum er dort sagt, er gibt sein Leben für den Sozialismus, und was war der Gegensatz dazu? I didn't got you right. Ach so, ja. Hohle Sprüche, ja. Ich meine, das ist, aber vielleicht... Kann Herr Wolle auch noch zwei, drei Sätze dazu sagen? Also Erich Mielke, sicherlich hohle Sprüche, was soll man dazu noch sagen? Das wird manchmal vergessen, dass Erich Mielke noch verhaftet wurde wegen Machtmissbrauch, noch unter der Herrschaft von Egon Krenz. Das wird manchmal vergessen. Also nicht der Klassenfeind hat da Siegerjustiz geübt. Die haben ihre eigenen Leute eingesperrt. So, dann saß der Mielke in seinem eigenen Knast in Hohenschönhausen. Genauer gesagt da in der Krankenabteilung. Auf einmal war er sehr krank in der Krankenabteilung. Und eines Tages kam eine Beschwerde aus Hohenschönhausen. Der Häftling Mielke war der einzige Häftling in dem ganzen großen Gefängnis. Der würde sich über die Haftbedingungen beschweren. Mitarbeiter des Bürgerkomitees sollen da jetzt mal hinfahren und diese Beschwerde entgegennehmen. Und dieses Erlebnis wollte ich mir nicht entgehen lassen. Und wir sind da hingefahren. Da saß der Mielke im Krankenzimmer, hatte sich so seine komische Mütze so ins Gesicht gezogen, der hatte so einen Lederhut und murmelte immer vor sich hin, ich bin Tschechist, ich sage nichts, ich bin Tschechist, ich sage nichts. Also der machte einen, wie der Berliner sagte, der machte einen auf Macke. Der stellte sich ein bisschen blöd. Also viel blöder, als er wirklich war. Und seine Haftbeschwerden da waren vollkommen gegenstandslos. Dem ging es da wirklich gut, er ist in einiger Zeit auch wieder freigekommen und ist für seine Tätigkeit als Minister für Staatssicherheit auch nie zur Rechenschaft gezogen worden, sondern wegen einer Mordtat im Jahre 1931. Das ist eine Geschichte für sich. So viel jetzt zu Erich Mielke und den Helden, die da auf der Barrikade sterben. Naja. Ja, ich schaue nochmal in die Runde. Eine Frage würde ich noch nehmen, dann müssen wir leider zum Punkt kommen, weil draußen schon die Gäste für die nächste Veranstaltung warten. Da ist noch eine Frage. Ja, ich wollte mich auch erstmal bedanken. Ich fand es ganz toll an dem Film, dass der dass diese sehr bürokratische und technokratische Sprache auf so eine ganz poetische Sprache stieß von ihrem eigenen Text. Das fand ich toll. Und mich würde interessieren, diese Begegnung mit den Mitarbeitern des Ministeriums. Wie ist es Ihnen damals zu dem Zeitpunkt mitgegangen? Wie glaubwürdig, was passiert da bei einem als Regisseur? Also da war mir nicht mulmig, weil wir hatten ja natürlich noch mehr Kandidaten, die drei blieben wirklich übrig. Ich hätte möglicherweise auch noch einen vierten oder fünften genommen, wenn er noch wesentlich in andere Bereiche hineingedrungen wäre, aber die gab es nicht. Es waren wirklich nur die drei. Und der eine aus dem Bürgerkomitee, der etwas ältere mit dem Schnurrbart, der sagt das sehr deutlich. Wir waren die Einzigen, die plötzlich normal geredet haben mit denen. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe einfach ganz normal mit denen geredet. Also nicht schon mit Distanz, aber das hast du ja zu jedem Gesprächspartner, ne? Aber nicht mit einer besonderen Distanz, weil das nun Stasi war. Also diese Atmosphäre der Normalität und des Zuhörenwollens und des Verstehenwollens, trotz der
vorhin beschriebenen Ungeheuerlichkeit dieser Gesamtatmosphäre, in der das stattfindet, ne, stattfand, die hat, glaube ich, dazu geführt, dass die sich auch so relativ offen dann gezeigt haben. Ursprünglich hatten wir vor, die jungen Leute mit, weil das war immer so auch das Bild, ne? Da kommen die Söhne und Töchter stellen ihre Väter, ziehen ihre Väter zur Rechenschaft. Ne? Das wollte ich eigentlich auch so in der direkten Konfrontation haben, aber das wollten sie dann doch nicht. Die Stasi-Offiziere wollten das dann doch nicht. Also eine Gesprächssituation, die jungen Leute vom Bürgerkomitee mit ihnen direkt, das wollten sie nicht. Das ist nicht gelungen. Aber immerhin ist das gelungen und wie ich finde, bei dem Dritten, der dann über diesen Missbrauch auch redet, der bis hoch in die höchsten Kreise des Staates ging, also nicht nur, dass die sich alles erlaubt haben, sondern dass sie auch ihre ganzen Familien mitversorgt haben und mit Schwarzbauten und Schwarz kann man ja gar nicht sagen, sondern mit sich bereichert haben, wie der das also so sagt und wie der dabei auch immer... wie das den auch kreppt innerlich, ja, das spürt man, glaube ich, das sieht man ihm, glaube ich, auch an. Und das ist eine Offenheit, die ich später nicht wieder gesehen habe. Ja. Wo der wo auch behauptet wird, das wäre erst sehr spät rausgekommen, dass die Stasi auch gegen die eigene Machtelite ermittelt hat. Denn das hat sie tatsächlich. Und jetzt wird... Neulich lief das im Fernsehen, gibt es ja immer mal so Stasi-Dokumentationen, dass das erst sehr spät bekannt geworden wäre. Das stimmt aber nicht. Das ist, wie gesagt, schon in meinem Film bekannt geworden, spätestens oder frühestens. Und das gehört zu dem Thema, was mich auch immer so fasziniert und so bedrückt auch, wie diese Selbstzerstörung dieses ganzen Apparates, ja, also dass das auch eine absurde Dimension hat, ja. Ich sag, glaube ich, in einem Kommentarsatz den Gedanken, der Staat stirbt an seiner Sicherheit, ja. Das ist so, genau das ist das, was da auch deutlich wird bei diesen Gesprächen mit den Stasi-Offizieren. Es gibt noch so viele Aspekte, über die wir reden können. Worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, sind natürlich die Parallelen, über die man auch gegenwärtig in der Erinnerungskultur reden könnte, was der David Gill am Ende dort zum Schluss auch noch sagt. Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie möchten, Ralf Marschalek ist sicherlich, Stefan Wolle auch noch eine Weile draußen im Foyer, wenn Sie dort noch das Gespräch weiter suchen möchten. Hier geht es jetzt gleich weiter. Um 16.30 Uhr wollten wir eigentlich anfangen. Wir machen jetzt den gleitenden Übergang mit Sperrmüll von Helke Misselwitz und Thomas Plenert. Die beiden sind auch da. Auch ein ganz, ganz toller Film aus dieser Zeit, der damals entstanden ist. Also wenn Sie sich den auch gern mit anschauen möchten, sind Sie herzlich eingeladen. Wir müssen jetzt allerdings einmal alle ganz kurz raus aus dem Saal, damit hier sauber gemacht werden kann. Und dann fangen wir wieder an. Vielen, vielen Dank an Stefan Marschalek und Stefan Wolle.